Ja, hallo Freunde, Fans und treuen Abonnenten dieses Kanals. Hier ist wieder euer Racy. Seid herzlich gegrüßt aus meiner Wohnung, genauer gesagt aus meiner Küche, denn ich bin gerade hier am Aufräumen, am Putzen. Denn ich habe so ein bisschen auch den Gefallen am Kochen gefunden. Und als Beweis hier, was übrig ist noch, Nudeln, Leberkäse mit Ei und Schinkenspeck. War auf jeden Fall sehr schmackhaft und jetzt muss natürlich das, was man produziert hat, auch wieder aufräumen. Deswegen, ich bin im Real Life gerade sehr eingespannt. Also ich habe meinen Sport, Training, Vollzeitjob. Ich habe jetzt so ein bisschen, wie gesagt, das Kochen für mich entdeckt, weil es mich auch wirklich sehr erfüllt und versuche für mich viel zu unternehmen, was mir gut tut und mit Freunden unterwegs zu sein. Deswegen die Streams auf YouTube. Ja, die nehmen wieder ein bisschen ab, deswegen wieder mehr Real-Life-Content, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken, was überhaupt los ist. Hey, warum kommt da nichts mehr, ja? Deswegen, Wormser Firm Cup war letzten Donnerstag. Es gab ein kleines Video, was ziemlich gut bei euch ankam, so als Short hochgeladen. Aber bei einigen Situationen war die Kamera leider nicht drauf. Und alles andere, es gab zwei 7 Meter gegen mich, die ich beide nicht halten konnte. Einer war knapper als der andere, aber was bringt es, den hochzuladen, wenn ich nicht gehalten habe? Wäre ja ein cooles Highlight gewesen, aber anders macht es ja keinen Sinn. Hätte gern da mehr hochgeladen, aber wir sind sang- und klanglos untergegangen bei dem Turnier mit einem Unentschieden und 5 Niederlagen. Deswegen, das muss besser werden zum 22.06., wenn der FIGE Soccer Cup dann startet. Ich freue mich auch trotzdem super drauf. Die Motivation wird davon nicht getrübt. Im Gegenteil, es war ein sehr guter Test für uns alle, um zu sehen, wo wir stehen und im Team, dass wir da harmonieren. Es sind noch 2 Trainingseinheiten jetzt vorher und dann ist es schon soweit. Rot im Kalender anstreichen, Leute. Samstag, der 22.06. Ich hoffe, da kommen ein paar mehr Aufnahmen. Ist ja auch ein größeres Turnier, was von vormittags bis nachmittags gehen wird oder bis abends mit anschließender Aftershow-Party. Ich hoffe, es wird Metal gespielt. Ja, dazu, also da liegt gerade so der Fokus drauf und gepaart mit der Arbeit und sonstigen Unternehmungen im Gesellschaftsleben. Ja, YouTube rückt da so ein bisschen in den Hintergrund, habe ich auch gemerkt. Ich komme einfach gerade nicht dazu. Auch werde ich schon gefragt von Leuten, mit denen ich enger bin, hey, wann kommt denn der nächste Stream, wann kommt das nächste Video? Wo ich dann auch immer selbst überlegen muss, hey, der Tag hat 24 Stunden, irgendwann musst du auch nochmal schlafen. Es ist gerade sehr schwierig einzutakten, ja. Jetzt bin ich auch in einer halben Stunde wieder verabredet, bin unterwegs und vielleicht am Sonntagabend, heute Abend, ja, dass da irgendwie mal was kommt, um das Wochenende ausklingen zu lassen, ja, dass man gut einschlafen kann mit irgendwelchem Real Talk Gelaber oder irgendwelchen Fails bei Fall Guys. Ich schaue einfach mal, wie spät es heute Abend wird, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Hat natürlich da wieder Bock drauf, da irgendwas zu starten. Aber soweit alles okay. Es ist wie gesagt nur gerade ein bisschen viel, dass YouTube so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Aber das kann auch wieder anders werden. Ich habe das nicht vergessen. Ich habe da immer noch Bock drauf. Es ist immer noch ein Hobby nebenbei. Ich darf auch viele neue Abonnenten begrüßen, die auch durch den Real-Life-Content, Real Talk oder auch durch die Videos zum Training oder zum Turnier, zum ganzen Talk da dazugekommen sind, während ich gerade angerufen werde. Und deswegen vielen Dank an die neuen Abonnenten. Willkommen bei mir auf dem Kanal. 212 jetzt insgesamt. Freut mich wirklich sehr, dass ich euch mit meinem Content da so anspreche. Und versprochen, der Gaming-Content, der lebt weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Euer Racy. Macht's gut und ciao, ciao.